könnte man das nachgucken. Vielleicht im Terminplaner, aber ich glaube nicht. Okay, da ist nichts Neues. Mal schauen, eigene Dateien vielleicht. Ach, die Kraft des Gehirns. Ich will dieses Diagramm mit dem Gehirnscan aus dem Experiment vergleichen. Dazu muss ich es mit rübernehmen. Okay, Trunken. Ich nehme es mit rüber. Hahaha. Bin ich nicht gut? Ein Scanner. Alles klar. Das heißt, wir können jetzt vergleichen. Und dann werden wir hoffentlich eine Antwort haben. Na dann, auf geht's. Zum fröhlichen Suchen. Lalalalalala. Da. Na geht doch. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt wirst du es wissen. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Gehirns das ist. Zu niedrig für die Sehrinde und zu weit rechts für den Hypothalamus. Angela hatte direkt vor der Störung eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia. Das ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch weiß, welche Funktion dieser Bereich hat. Oder ob er überhaupt irgendeine Funktion hat. Mhm. Super. Ah, jetzt haben wir es geschafft. 100% insgesamt. Na dann, auch zum Daedalus Club. Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Oh, sieht ja ganz schön heruntergekommen aus. Und da soll Sam wirklich auftreten? Hier ist ein Gentleman an der Tür, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich bin hier, um die Vorstellung zu sehen. Haben Sie eine Einladung? Ein Erkennungssymbol vielleicht? Ich habe Geld. Das sollte in der Unterhaltungsbranche eigentlich reichen. Ach, bedauere, aber das ist ein Privatclub, Sir. Geld reicht in diesem Falle nicht aus. Warum nicht? Okay, vielleicht mit dem Poster. Ich bin gekommen, weil ich mir den Auftritt von Lady Byron ansehen will. Sie ist eine Freundin. Ah, jetzt verstehe ich, wie dumm von mir. Bitte, kommen Sie doch herein. Dr. Stiles. Okay, woher kennt er seinen Namen? Schöner Abend, was? Ja. Soll heute eine gute Vorstellung werden. Interessant wird sie auf jeden Fall. Lady Byron? Alle hier sind schon ganz gespannt. Es heißt, sie habe eine meisterhafte Inszenierung in Oxford laufen. Was für eine Inszenierung? Eine meisterhafte Inszenierung. Und meisterhaft muss sie schon sein, um hier im Club aufgenommen zu werden. Eine Straßenkünstlerin, wissen Sie. Aber nach allem, was ich gehört habe, scheint sie wirklich gut zu sein. Warten Sie. Meine Damen und Herren, als erste Attraktion des Abends präsentiere ich etwas Aufregendes, Unverbrauchtes. Diese junge Künstlerin erobert das erste Mal unsere Bühne. Lassen Sie sich verzaubern, entführen und begeistern von Lady Byron. Komm her, Phoebus. Gut, gut, los! Oh, die ist in der Tat sehr gut. David, ich meine Dr. Stiles. Sie sind wirklich gut. Aber leider wird Ihre Inszenierung nicht wie geplant funktionieren. Was?
Hören Sie, ich hätte Ihnen von meiner Zauberei erzählen sollen. Aber ich habe mit den Vorfällen nichts zu tun. Wie haben Sie überhaupt... Ich meine, woher wissen Sie... Das spielt keine Rolle. Ich weiß es. Und das war's. Ich verstehe, wie das für Sie aussehen muss, aber ich weiß, wer hinter der Inszenierung steckt. Wenn Sie mir zuhören, dann... Ach ja, und Sie sind Studentin St. Edmund Hall für englische Literatur. Ich... Ich muss zugeben, Sie waren clever. Sie haben sogar die Halskette meiner Mutter aufgetrieben, nur um die Stelle zu kriegen. Das Lustige ist, dass tatsächlich etwas in meinem Haus vor sich geht. Und da kommen Sie mit Ihren lächerlichen Streichen auf der Laufbahn und in der Schwimmhalle. Lächerlich? Wissen Sie überhaupt, wie komplex diese Streiche waren? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Hören Sie auf zu lügen, Sam. Ich habe beim Jugendamt angerufen und einiges über Sie herausgefunden. Ich könnte fast Mitleid haben, wenn Sie nicht versucht hätten, mein Leben zu ruinieren. Und zum heutigen Vorfall. Sie können froh sein, dass niemand getötet wurde. Haben Sie nicht daran gedacht, dass es Verletzte geben könnte? Oder waren Sie so geblendet von Ihrem großen Debüt? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ihr ganzes Potenzial. Nur um in einen gottverdammten Zauberclub aufgenommen zu werden. Ich weiß, dass Sie mir kein Wort mehr glauben werden, aber alles, was ich wollte, war Ihnen zu helfen. Mir helfen? Warum sollten Sie? Ich will, dass Sie bis morgen früh mein Anwesen verlassen haben. Dann sehe ich vielleicht von einer Anzeige ab. Ich will Sie nie wiedersehen. Ach, das ist hart. Aber ich glaube nicht, dass Sam die Schuldige ist. Na super. Damit sind wir wohl im letzten Kapitel angekommen. Das Spiel des Lebens. Ich bin Laura Stiles in der Höhle des Löwen. Und Bonus Kapitel 8. Aha. Na super. Jetzt sind wir echt im großen Finale. Wird Zeit, dass wir Mephistopheles endlich erkennen, endlich entlarven können. Ich habe gehört, dass heute in Oxford irgendwas passiert sein soll. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber, oder? Unsere Gäste reden schon den ganzen Abend davon. Aber ich hatte zu viel zu tun, um genau hinzuhören. Können Sie mir sagen, was da los war? Ich? Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich doch. Verstehe. Na toll. Kennen Sie Mephistopheles? Ich suche nach ihm. Vor der Vorstellung habe ich ihn hier noch gesehen. Oh, danke. Auf wenigstens das konnte er uns sagen. Ach, den kennen wir doch vom Eingang. Eine hübsche Frau, fürwahr, mit ihrem rabenschwarzen Haar. Sie wollen kurz Luft schnappen vor ihrem nächsten Auftritt? Ich habe heute keinen Auftritt mehr. Oh doch, das haben Sie. Wie meinen Sie das? Ich bin lediglich ein Bauer in dieser Partie. Okay. Ist heute irgendwas in Oxford passiert? Ob etwas in Oxford passiert ist? Netter Versuch, wirklich süß. Und so naiv. Das Komitee mag kein Blut, müssen Sie wissen. Das war ich nicht. Und ich war es natürlich auch nicht. Interessant. Kennen Sie Mephistopheles? Kennt die Blume den Regen? Kennt der Horizont die Abendsonne? Das interpretiere ich als ja. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Der Club ist wie die Gottheit Janus. Er hat zwei Gesichter. Das eine offenbart sich der Öffentlichkeit, das andere nur den Weisen. Welches sehen Sie? Sie meinen, es gibt einen privaten Bereich? Die Kandidatin erhält 100 Punkte. Na toll. Ich muss wirklich dringend mit Mephistopheles reden. Können Sie ihn bitte holen? Nein. Können Sie's? Wie? Sie haben doch gesagt, er ist im privaten Bereich des Clubs. Privilegien kann man sich verdienen, für einen Abend oder zwei. Wenn Sie den Test bestehen. Oh nein, nicht schon wieder ein Spiel. Ich muss jetzt sofort mit Mephistopheles reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Okay. Also schön. Wo finde ich das Spiel, um in den privaten Bereich des Clubs zu dürfen? Wohin müssen alle gehen?
nach unten, das gilt es zu verstehen. Und wer sich dort bewährt, dessen Stolz bleibt unversehrt. Ja, vielen Dank auch. Na toll. Das heißt, wir müssen zur Hölle fahren, oder was? Hat mal, das eine Zeitung. Seltsame Ereignisse in Oxford. Oh nein, das verstehe ich nicht. Warum ausgerechnet im Speisesaal? Und wie haben Sie das mit der Diskoscheibe rausgekriegt? Tja, wer weiß. Vielleicht steckt ja auch Eddie mit drin. Wer weiß. Na, Teufelsrätselautomat. Damit können wir doch bestimmt zur Hölle fahren. Viele alte Rätselautomaten. Typisch Daedalus-Club halt. Wenn ich doch Zeit hätte, sie alle auszuprobieren. Viele alte... Okay. Daedalus war der Vater von Ikarus und der Erbauer des Labyrinths, in dem Minos den Minotaurus gefangen hielt. Kein Wunder, dass der Club ihn als Namensgeber auserkoren hat. Ja, der war eine große Nummer. Da ist noch ein Automat. Viele alte Rätsel... Ach, Mensch. Viele alte... Sam, willst du mich verarschen? Das ist eindeutig ein Unterschied. Teufelsrätselautomat, hallo? Viele alte... Ja, du willst mich wirklich verarschen. Auditorium, was ist denn da? In diesem Bereich ist die Bühne. Okay. Aber ich bin schon fertig und habe keine Zeit, mir die anderen Auftritte anzuschauen. Na gut. Ich muss zugeben, das hat wirklich Stil, aber sieht trotzdem ganz schön bizarr aus. Würde mich nicht wundern, wenn manche Leute den Club für eine Sekte halten. Recht. Viele alte... Ach, Sam. Du kannst einen wirklich auf den Senkel gehen. Ich will nicht mehr mit ihm reden, sonst kriege ich noch Kopfschmerzen. Okay. Ich will nicht mehr mit ihm reden, sonst... Vielleicht mit den Gästen reden. Irgendwas muss uns ja weiterbringen. Kennen Sie Mephistopheles? Haben Sie ihn gesehen? Den Zauberer? Er ist ja schon mal aufgetreten. Ein faszinierender Zeitgenosse. Haben Sie ihn heute hier gesehen? Nein. Heute ist hier irgendeine maskierte Frau aufgetreten. Die war ziemlich gut. Okay, danke. Na toll. Also was zum Henker könnten wir machen, damit die Sam dann den Automaten entdeckt, hm? Komm schon. Ach, auf einmal nimmt sie es doch. Okay. Mal schauen. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay, ich habe drei richtige Zauberer, also was wollt ihr? The water go below. Okay. Versuchen wir es mal. Okay, das kann jetzt dauern. Herr im Himmel.
Oh. Was muss ich da machen? Ach, da bestimmt. Och nö. Ah, jetzt aber. Komm, 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 komm. Unten bleiben, unten bleiben. Schlappe. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wo es lang geht. Bleibt diesmal unten. Und dann... Geschafft. Ja. Hey, was zum... Ah! Okay, ohne Falltür. Okay, da kann man sich ja denken, was passiert. Ach du Schande. Sieh mal einer an. Sieht aus, als hätte Angela es eingerichtet. Sieht aus wie ein Flügel. Vielleicht ist es auch ein Cembalo. Wie romantisch. Ja, ein bisschen zu viel Pink für meinen Geschmack, aber ansonsten... Ach, Informationskästchen. Wow. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Ich war mal eine Zeit lang in Paris. Ich glaube, das heißt so viel wie suche die Frau. Okay. Wir sollen eine Frau suchen? Das soll jeder. Ihre Hände sehen komisch aus. So, als würden sie etwas halten. Okay. Was gibt's hier noch so Feines? Solche Automaten waren früher sehr beliebt. Sie sollen die Wahrheit offenbaren, wenn man bereit ist, dafür zu bezahlen. Okay, Renaissance-Stil Herzdame. Ich merke schon, wir werden uns hier hoffnungslos verlaufen. Das Spiel des Lebens? Ein weiteres Rätsel des Daedalus-Clubs. Ich muss es wohl lösen, damit ich hier unten irgendwie weiterkomme. Na, großartig. Wie es scheint, muss ich Schlüssel gewinnen. Und zwar von drei Damen. Zu sehen, was dem gewöhnlichen Auge verborgen bleibt, benutze das Licht. Welches Licht? Das Licht hier unten ist doch schon an. Vielleicht Schwarzlicht oder so. Mal gucken. Gehen wir mal durch die eine Tür hier.